bellt ein Hund. Kannst du erst dich auf die Atmung konzentrieren zum Beispiel. Bewusste Atemzüge nehmen. Und dann spüren, wo dein Körper Kontakt hat mit dem Sitz oder dem Sofa, dem Sessel. Und während es dich weiter atmet, du den Kontakt spürst, kannst du beginnen wahrzunehmen, wie Gedanken da sind die ganze Zeit. Vielleicht wie so ein unablässiger Strom. Kommen und gehen. Und vielleicht kannst du dir den ein oder anderen Gedanken bewusst machen oder den bewusst erleben, einen von den Gedanken, die ansonsten einfach unerkannt durchziehen würden. Vielleicht gelingt es dir, den einen oder anderen ganz bewusst zu erleben. Und zu bemerken, dass er da ist und sein Leben mit dir teilt. Du kannst auch darauf achten, dass manche Gedanken wie einzeln daherkommen, unabhängig voneinander. Andere scheinen zusammenzuhängen und so Geschichten zu bilden. So eine Geschichte entsteht, dann kannst du vielleicht die ganze Geschichte beobachten. Und dir immer wieder klar machen, du bist der Beobachter. Der Beobachter dieser Gedanken.
Welche Gedanken kannst du einfach beobachten? Und welche Geschichte entführt dich, nimmt dich mit? Welcher Gedanke ist jetzt gerade da? Und schon ersetzt durch den nächsten. Welcher Gedanke ist jetzt da? Und als der Beobachter in die Unterlage war, im Sessel, das Sofa, das dich trägt, nimm wahr, wie du weiter geatmet wurdest oder weiter geatmet hast. Selbstverständlich und ohne etwas zu tun. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Tempo und auf deine Art und Weise. In der Position des Beobachters ein Stück verbleibend. Notierst du dich wieder mehr hier im Raum. Und hörst die Geräusche hier. Von draußen, von unten. Es ist an der Zeit, Augen wieder zu öffnen. Sich so ein bisschen umzuschauen.